Planetarium Bochum. Ganz herzlich willkommen zu unserem Blick zum Sternenhimmel für den Monat August. Was sehen wir? Naja, erstmal fällt uns auf, dass die Nächte wieder etwas länger werden. Sonnenuntergang so gegen 21 Uhr Mitte des Monats, Sommerzeit natürlich, Sonnenaufgang gegen 6 Uhr, das heißt immerhin 9 Stunden ist die Sonne unterm Horizont und da August ja noch Hochsommer ist, Nächte, wo man richtig was sehen kann, wenn man lange draußen bleibt, weil es wieder richtig dunkel wird. So gegen 23 Uhr ist eine super Zeit. Am Abendhimmel haben wir leider keine Planeten, aber dafür einen sehr sommerlichen Sternenhimmel. Mit dem großen Sommerdreieck, das man mitten aus der Stadt sieht, auch hoch im Süden die hellsten Sterne von Schwan, Leier und Adler. Und wenn man dann ein bisschen nach Süden geht, in Richtung Horizont, die Milchstraße herunter, dann stößt man auf die Sternbilder Schütze insbesondere, aber auch noch Skorpion und den etwas unbekannteren Schlangenträger, der jetzt kürzlich Schlagzeilen gemacht hat, weil aus dem Schlangenträger das James Webb Space Teleskop ein wahnsinnig tolles Bild zum ersten Jubiläum seiner wissenschaftlichen Tätigkeit veröffentlicht hat, das wirklich unglaublich aussieht, indem man richtig spazieren gucken kann. Dann gegen 2 Uhr gehen langsam die ersten Planeten auf. Das sind die beiden Riesenplaneten, Jupiter und Saturn. Der Jupiter kommt ein bisschen später, der geht wirklich erst so gegen Mitternacht auf, ist um zwei aber schon ganz gut zu sehen. Der Saturn ist dann schon recht hoch, der geht so gegen 22 Uhr auf. Aber wir haben natürlich ein richtiges Highlight im August und das sind die Perseiden. Der Sternschnuppenstrom, der ja stärkste des Jahres, der zweitstärkste ist im Januar, da guckt man dann etwas weniger gerne hin. Die Laurentiustränen, Fest des heiligen Laurentius, konzentrieren sich ungefähr auf den 12. August. In diesem Jahr ist das beste Sichtfenster in der Nacht vom 12. auf den 13. Und wunderbar, das ist auch noch eine Nacht von Samstag auf Sonntag. Was könnte einladender sein, als nach draußen zu gehen, Liegestuhl, Decke, Luftmatratze, sich an einen dunklen Ort zu legen und Sternschnuppen zu gucken? Sie kommen aus dem Herbststernbild Perseus, muss erstmal aufgegangen sein, aber so ab 23 Uhr Mitternacht ist das super. Und das Beste, in diesem Jahr stört der Mond nicht. Denn am 16. August ist Neumond, ist der Mond also gar nicht am Himmel zu sehen. Und in der Nacht vom 12. auf den 13., 10% beleuchtet, geht um kurz vor 3 auf. Wie sagt man so schön, der tut nichts. Zumindest dieses Jahr bei den Perseiden. Deswegen diese kleinen Staubbröckchen vom Kometen Swift-Hüttl lohnen die Beobachtung. Auch in der Nacht davor, in der Nacht danach kann man gucken. Und uns bleibt nur noch, gutes Wetter zu wünschen. Und mehr zu erfahren gibt's natürlich in Ihrer WAZ. Planetarium Bochum.